Das kleine schwarze Kätzchen wanderte durch die Straßen und miaute jämmerlich. Ihr Fell war verfilzt und schmutzig, ihre Pfoten wund vom vielen Laufen. Aber niemand blieb stehen, um ihr zu helfen. Die Leute gingen einfach vorbei und traten sie fast weg, als wäre sie lästig. Das Kätzchen miaute weiter, seine Stimme wurde heiser, bis es schließlich auf dem Bürgersteig zusammenbrach. Es lag dort, sein Atem flach, fühlte sich, als ob es niemals Hilfe finden würde. Aber dann sah ein junges Mädchen sie dort liegen und eilte zu ihr. Das Mädchen hob das Kätzchen auf, wiegte es sanft. Das Kätzchen sah zu ihr hoch, seine Augen voller Dankbarkeit. Das Mädchen brachte das Kätzchen nach Hause, reinigte es und gab ihm Futter und Wasser. Das Kätzchen fraß gierig, sein Körper geschwächt von Tagen ohne Nahrung. Mit jedem Tag wurde das Kätzchen stärker und gesünder. Es folgte dem Mädchen im Haus immer in der Nähe. Das Mädchen nannte es Shadow, nach der Art, wie es überall hin folgte. Eines Tages, während das Mädchen draußen spielte, hörte sie einen lauten Knall. Sie sah sich um, versuchte die Quelle des Geräuschs zu finden und sah ein Auto, das die Straße hinabraste, direkt auf sie zu. Sie erstarrte, unsicher, was zu tun war. Aber dann, aus dem Nichts, sprintete Shadow vor sie, sprang in den Weg des Autos. Der Fahrer trat auf die Bremse, aber es war zu spät. Shadow wurde getroffen, ihr kleiner Körper über den Asphalt geschleudert. Das Mädchen schrie, eilte zu Shadows Seite. Als sie sie erreichte, öffnete Shadow schwach die Augen und miaute. Sie war am Leben. Das Mädchen brachte Shadow zum Tierarzt, wo sie Notfallbehandlung erhielt. Der Tierarzt sagte dem Mädchen, dass Shadow ein gebrochenes Bein erlitten hatte, aber sich mit Zeit und Pflege erholen würde. Das Mädchen verbrachte Wochen damit, sich um Shadow zu kümmern, sie zurück zur Gesundheit zu pflegen. Und Shadow wurde zu ihrer treuen Begleiterin, immer an ihrer Seite. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.